Schritt 1 ist natürlich, die Haare gut durchzukämmen, um nachher Knoten, Bildung und alles, was uns den Zopf ja schwieriger macht zu stylen, vermeidet. Und mein erster absolut wichtiger Tipp für einfach ein bisschen mehr Grip an den Ansätzen und für ein bisschen mehr Fluffigkeit im Zopf ist tatsächlich das Trockenshampoo, auch wenn die Haare selbst in dem Moment noch gar nicht nachgefettet sind. Man hat gerade bei feineren und weicheren Haaren einfach so ein bisschen mehr Stand am Ansatz und ein bisschen mehr natürliches Volumen. Das Trockenshampoo wird einfach scheitelweise aufgesprüht und dann gut in die Haaransätze einmassiert. Und dann kann man es grob mit den Fingern nochmal durchkämmen. Der erste Tipp richtet sich an alle, die das Gefühl haben, dass wenn sie sich einen ganz normalen Zopf machen, hier oben am Decker einfach alles viel zu straff zurückgezogen wird und da sich so ein bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen mehr Volumen wünschen. Dafür wird einfach wirklich das Deckhaar ungefähr vom Schläfen bis zum Wirbelbereich hinten einmal grob abgeteilt. Das muss jetzt nicht perfekt sein, da reicht wirklich eine ganz grobe Abteilung und die Haare legt man sich einfach so ein bisschen ins Gesicht oder klipst sich das eben zur Seite fest. Ich gebe euch da jetzt nochmal einen zusätzlichen Tipp. Nehmt die Haare nicht einfach alle zusammen so hoch, sondern nehmt euch die wirklich lieber partienweise hoch, wenn ihr das selber macht. Also wirklich eine Strähne nach der anderen und kämmt die währenddessen immer ein bisschen in die Haare mit rein, weil dann habt ihr nachher tatsächlich rein optisch einen viel längeren Zopf, weil ihr die Wege der Haare so ein bisschen verkürzt. Also wirklich nicht alle auf einmal hochnehmen, sondern eine Partie nach der anderen und auch gerne so ein bisschen die Haare reinkämmen. Habt ihr dann alles so geordnet, wie ihr es haben möchtet und der Zopf ist auf der Höhe, wo er letztendlich auch sitzen soll, dann schlingt ihr schon mal das erste Haargummi um den Zopf, so stramm, wie ihr es haben könnt und wie es sich gut anfühlt und zieht den Zopf stramm. So, und jetzt widmen wir uns dem Deckhaar hier oben. Und dadurch, dass ihr vorher Trockenshampoo aufgesprüht habt, habt ihr da jetzt eh schon mal so ein bisschen eine natürliche Fluffigkeit und ein natürliches Volumen. Das Besondere ist, wenn ihr die beiden Partien, also das Deckhaar, einzeln von dem restlichen Haar zusammennehmt, ist, dass ihr hier jetzt gar nicht mehr so viel Spannung braucht, um das Haar wirklich festhalten zu können, damit der Zopf auch sitzt, weil das habt ihr hier schon getan. Ihr habt jetzt hier echt die Freiheit, euch die Haare ein bisschen lockerer zusammenzunehmen, egal ob ihr vorne den Scheitel haben wollt oder eben nicht, ob ihr das einfach zur Seite raushängen lassen wollt. Ihr könnt da gerne auch jetzt schon mit einem kleinen bisschen von unserem flexiblen Haarspray arbeiten, denn damit könnt ihr den Haaren noch mehr Halt und Griff geben, ohne dass es verklebt. Also ihr könnt da nach wie vor weiter mit arbeiten. Und dann legt ihr euch auch die Haare genau so, wie ihr sie haben möchtet. Nehmt sie mit zum Zopf dazu. Und dann reicht meistens so ein kleineres Haargummi und bindet das Deckhaar nochmal zu dem eigentlichen Zopf dazu. Und das zweite Haargummi muss jetzt gar nicht so stramm sein wie das erste, damit ihr euch hier das Volumen am Deckhaar nicht kaputt zieht. Und wenn sich hier dann so ein paar vorwitzige Babyhaare rausspitzen, dürft ihr die gerne mit rausziehen. Aber schon habt ihr hier die Möglichkeit, wirklich auf ein natürliches Volumen, gerade hier im vorderen Bereich, und es ist nicht alles so ganz stramm, zurückgezogen. Dann ein weiterer Tipp, damit der Zopf ein bisschen mehr Schwung bekommt, ist tatsächlich einfach ein paar Wellen reindrehen. Und das muss jetzt vorher gar nicht passiert sein, wenn ihr die Haare noch offen hattet, sondern ihr stylt euch euren Zopf. Und damit der jetzt aber nicht so ganz traurig oder langweilig runterhängt, bekommt er jetzt einfach noch ein bisschen mehr Schwung. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, kein Glätteisen zum Lockenmachen zu benutzen, sondern lieber einen Lockenstab, damit ihr nicht an den Haaren ziehen müsst oder an den Strähnen, weil beim Glätteisen hat man ja doch immer ein bisschen Zug drauf, das könnte euch den Zopf verrutschen. Wenn ihr vorsichtig seid, geht das natürlich auch, aber mit dem Lockenstab ist es ein bisschen einfacher. Und ihr braucht da jetzt auch gar keine perfekten Abteilungen machen, sondern ihr schlingt euch einfach eure Strähnen um den Lockenstab. Wenn ihr den Schwung sehr gleichmäßig haben wollt, dreht ihr alle Strähnen in eine Richtung. Wenn der wirklich so ein bisschen aufgebauscht und ein bisschen wilder aussehen darf, dann dreht ihr jetzt zum Beispiel nächste Strähne einfach in die andere Richtung. Dann habt ihr so ein bisschen den Richtungswechsel in den Locken. Ich möchte es hier jetzt einfach so ein bisschen
gleichmäßiger vom Schwung haben und drehe deswegen immer in die gleichen Richtungen. Ich mache es immer so, ich tappe ganz vorsichtig, ohne natürlich meine Finger dabei zu verbrennen, auf die Strähne drauf, weil wenn die von hier außen heiß ist, dann ist die Locke einmal durch die komplette Strähne durchgedrungen. Also die Hitze ist dann gleichmäßig im Haar verteilt und die Locke bleibt auch ganz gleichmäßig im Haar und man hat mehr Haltbarkeit bei der Locke. So, lassen wir das kurz auskühlen. Geben ein kleines bisschen Haarspray über die Strähne. Und dann entweder mit einem groben Kamm oder einer Bürste gerne einmal so ein bisschen durchbürsten, um das aufzulockern. Den Zopf wieder etwas stramm ziehen und schon habt ihr so ein bisschen mehr Glanz, ein bisschen mehr Schwung und einen nicht ganz so traurig runterhängenden Zopf. Und ein weiterer Tipp, der wirklich oft unterschätzt wird, aber einen Zopf gleich viel, viel eleganter und gleichmäßiger aussehen lässt, ist tatsächlich das Haargummi zu verstecken. Das klappt wie ich finde, allerbesten mit so einem Haarstyler. Den gibt es zum Beispiel von Ebelin. Und damit ist es wirklich ganz einfach. Ihr schnappt euch einfach eine relativ schmale Strähne unten aus dem Zopf raus, schlingt diese um das Haargummi und so den letzten Zipfel, da nutzt ihr jetzt den Haarstyler und schiebt zwischen, also der ist nicht spitz, den könnt ihr einfach so über die Kopfhaut fahren lassen, unter die Haargummis durch, bis er hier unten unter dem Zopf wieder rauskommt. Und da zieht ihr jetzt diesen kleinen Zipfel an Haare durch und dann mit der Schlaufe wird die Strähne in den Haaren versteckt. Das Ganze könnt ihr dann mit so einer kleinen Haarklammer nochmal befestigen, damit da auch wirklich nichts rutscht. Einfach auch hinter den Zopf schieben. So, jetzt ist alles versteckt. Ein bisschen darauf achten, dass man wirklich nichts vom Haargummi mehr sieht. Gerne mit etwas Haarspray das Ganze befestigen. Und schon wirkt der Zopf insgesamt einfach viel gleichmäßiger und nicht einfach nur so hingestylt, sondern ein bisschen aufgewertet. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Haargummi zu verstecken. Nicht nur mit der einfachen Strähne, sondern zum Beispiel auch mit einem Scrunchie. Oder man kann die Strähne auch flechten, wenn man möchte.